Oi. Dann sitzt jemand auf Klo. Hey, moin, moin. Bin so froh, dass die Sonne gerade weg ist. Also klingt das ein bisschen blöd. Aber eben hat man hier nichts gesehen. Das wäre voll uncool gewesen. Moin, moin, Yoshi und moin, moin, Negro. Wie geht's euch? Endlich Wochenende, oder was sagt ihr? Endlich Wochenende. Ja, läuft, läuft. Neues Spiel am Start. Auch noch eines meiner Lieblingsspiele. Oder Lieblingsfranchises. Nämlich Resident Evil. Nach Callisto, nach Resi 8 DLC, nach Dead Space jetzt Resident Evil 4. Also der Horror hört nicht auf. Ja, ich habe mir das Spiel ja heute bei Saturn geholt. In der Mönckebergstraße in Hamburg. Und oben haben die einfach haufenweise One-Up-Arcades aufgebaut. Also die Arcade-Automaten mit Mortal Kombat, mit Street Fighter, mit Marvel vs. Capcom, mit Pac-Man, mit da waren noch zwei andere. Also und alles so frei zugänglich und kostete eben nichts so. Ja, Fighting Games habe ich alle einmal gespielt. Ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir echt richtig gut. Sollen wir mal weiter so machen. So, Hauptstory. Neues Spiel. Assistiert. Zielhilfe ist aktiviert. Höhere Ausbeute beim Herstellen. Teilweise Autoerholung. Geringere Kaufpreise für bestimmte. Okay. Nope. Beim Game Over kann der Spielmodus zu Assistiert gewechselt werden. Für jene, die Resident Evil 4 2005 nicht gespielt haben. Für jene, die Resident Evil 4 gespielt und vertrauen in ihre Fähigkeiten. Oh Leute, damit fordert ihr mich aber schon ein bisschen heraus. Aber es standard nicht eigentlich immer der Modus, für den die, den die Spieleentwickler auch so als normal ansehen. Aber mit dem Satz haben die mich eigentlich, ne? Ich nehme Standard. Ja, wir werden hier ein bisschen Resident Evil zocken. Oha. Das wollen wir doch sehen. 30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Ich würde sagen, Bart so in Anführungszeichen. Die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Erzähl mal, was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt.
Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich listiger sein, ne? Der befiehlt Kampf von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Natürlich super coole Sprüche. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Was ich eben eigentlich noch sagen wollte, wir streamen jetzt hier ein bisschen Resident Evil 4 und danach geht es mit Man of Medan weiter mit Scarlett zusammen. Bin ein Torhoft. Bin gleich zurück. Da frío. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Sieht ein bisschen fertig aus, der Leon, oder? Vaya sitio más tétrico. Hey, ¿hay alguien ahí? Moin, Frisus! Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Und viel Fun, Dankeschön! Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helfen. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. Bin dann mit dem Lurk, alles klar. Immer erstmal zurückgehen. Das ist immer Regel Nummer 1 bei allen Spielen. Manchmal liegt hier noch irgendwo was. Okay. Dann suchen wir mal nach dem Polizisten. Sieht schon echt gut aus, ne? Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Hier kommt man nicht rein. Okay. So stucken. So schnell laufen. Okay. Inventar habe ich wohl doch irgendwie noch nicht. Wie weit ist er denn gegangen? Ja, La Cutscene ist ja hier eben auch durch. Den Herzen davor. Seltsam. Aha, Bären fallen. War da eben was? Nee. Dachte, da war irgendein Symbol. Ach, wahrscheinlich geht da noch gar nichts zum Einsammeln hier, ne?
Wenn ich noch nicht mal ein Inventar habe. Oh, aber auch eine schnelle Drehung gibt es irgendwie nicht. Jemand zu Hause? Ach, du Scheiße. Das Urteil naht. Gut. Abgesloten. Sorry, dass ich so reinplatze. Alter, hast du nicht seine roten Augen gesehen? Er kriegt nichts mehr mit. Der ist völlig zu. Jupp, er war da. Wenn ich irgendwie lauter machen muss oder irgendwie so? Müsst ihr was sagen, ne? Also wie ich das sehe, ist das glaube ich ganz okay so. Von den Einstellungen her. Ah, da ist der Schlüssel. So, hier lag nur die Marke. Ah, jetzt habe ich auch meine Waffe. Okay, 10 Schuss. Und Messer. Wenn ich irgendwas ändern muss oder so, sagt einfach Bescheid. Boah, wie das riecht. Ja, Zombie-Fraß, ne? Was essen Zombies, ist die Frage. Obwohl bei Resident Evil 4 sind das ja auch keine Zombies, ne? Das sind ja eher, wie heißen die? Von einem Parasiten befallen sind die irgendwie. Las Plagas, so hieß das. Das kommt ja aus dem Controller. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Zielen, schießen, okay. Kriege ich noch was von ihm? Nope. Wow.
Was war das? Nicht dein Ernst. Das ist nicht mehr witzig. Doch, voll in den Schrank gefallen. Nee, wir sind ja nicht bei Dead Space. Jeden Gegner noch mal looten muss. Ach so, das war die. Das war hier die andere Tür, okay. Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby. Ah. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet haben. Baby Eagle. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setz mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Ich find selbst raus. Diese Sprüche, ey, fantastisch. Ich finde selbst raus. Und dann der Fenstersprung. Drehen. Findet man hier noch irgendwo Munition oder so? Ja, natürlich nicht. Oha. Da wäre ich niemals drüber gegangen. Ja, es tut mir leid, Vogel. Aber ich brauche den Loot. Hab ich jemand gehört? Gehört. Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen, beziehungsweise sie wieder... Okay, aber das ist neu, oder? Man hatte doch sonst nur diesen großen Koffer. Koffer. Talisman. Okay. Abgefahren. Irgendwo. Wo sind doch die Leute?
Da. Okay. So einen netten Takedown gibt es auch. Ja, ja, ja. Wen wollte ich eigentlich schocken? Wieso ist er denn sofort tot? Erzähl plus eins. Okay, jetzt müsste ja dieser Platz kommen, ne? Ja, genau, genau. Ach du Scheiße! Gut. Wir sollten... So einer muss sein. Welcome. Ah, welcome. Der Händler. Los. Okay. Ja. Sie schlägt einfach zu. Einfach mit der Faust. Ja, genau. Was seht denn? Okay, habe ich Glück gehabt. Autsch. Ah, grünes Kraut. Perfekt. Ja, das wollte ich gerade machen. Ob wir hier herstellen. Boah, sind bestimmte Materialien wie Rohstoffe, Schießpulver, Messer. Hergestellt werden. Ja, ja, ja. Das ist aber echt, das ist irgendwie ein komisches System so. Und dann noch gedrückt halten. Na gut, aber so rotes mit grünem macht ja einmal komplett voll, ne? Ich glaube, einen Schlag halte ich dann noch aus. Okay. Okay, ich benutze es. Überredet. Oh, da kommt der Kettensägenmann.
Ich wollte mich doch verarschen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Man kann hier den Strang vorschieben. Die Schrotflinte. Und weg mit dem Kopf. Nice. Autsch. Ja, Leute! Einer zur Zeit, bitte! Das wird laut! Ja! Okay, ich weiß, man konnte den Turm noch hoch. Okay, ein Kräuterchen, ein Kräuterli. Oh, bin ich erschrocken. Und bin dann direkt wieder vor dem Kettensägen-Typ. Ist klar. Wollt ihr mich verarschen? Dass ich so am Struggeln bin, hätte ich nicht gedacht. Autsch. Hört doch mal auf, ihr seid zu viel. Nein, nicht vor ihm. Oh, die Glocke läutet. Oh. Da waren ein paar richtig knappe Szenen dabei. Oh, Lord Sattler, genau. So hieß doch der Dude. Na, was kommt jetzt für ein Spruch? Sehr cooler Start. Sehr, sehr cooler Start in das Spiel.
Jetzt kann man sich auch noch mal in Ruhe umgucken, oder? Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Sei vorsichtig. Ende. Ah, guck mal, sehr gut. Hier gibt es noch überall Items. Ah, Karte können wir jetzt auch öffnen. Wenn Sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo Sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können Sie Ihre Position sowie Ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben Sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen drauf vermerkt. Sehr cool. Ach, guck mal, hier liegt wahrscheinlich noch die Sachen rum, die ich von den Gegnern nicht eingesammelt habe. Finde ich sehr schön, danke dir. Und wie geht's dir? Habe ich gesagt, ich komme vorbei. Ja, stimmt, stimmt. Sehr schön. Ja, freut mich. Okay, hier ist so ein Symbol mit zu zweit. Okay, okay. Ganz gut, nur ein bisschen nervös. Bisschen nervös? Oha. Wieso das denn? Ja, mir geht's super. Bisschen fühle ich mich auch angesprochen. Natürlich, Negro. Nee, ich bin froh, dass Freitag ist. Zwar wieder viel vor jetzt so am Wochenende. Aber alles coole Sachen, worauf ich mich auch freue. Oh, am meisten freue ich mich am Freitag auf das Quiz. Bereite hier wieder ein Gaming-Quiz vor. Und ja, sowas macht mir einfach Spaß. Vorzubereiten, zu moderieren. Darauf habe ich Bock. Öpp. Bin gespannt, wie es wird. Und Necro bekommt auch irgendwann nochmal seinen Terminator-Quiz. Da habe ich auch schon ein paar Vorbereitungen gemacht. Aber erstmal muss ich mich um das andere kümmern, weil dafür gibt es ja auch einen Termin. Da freut er sich doch. Zeig mal, Freitag. Meine Ältere, ihr Haare weg. Am 3.4. hat sie ihre OP. Okay. Das klingt auf jeden Fall so, dass man nervös sein kann. Das ist verständlich, okay. Hier ist alles noch so rot. Das bedeutet doch bestimmt, hier findet man immer noch Sachen, oder? Hasta la vista, Baby. Ja, der Terminator. Der hat sie echt angetan, ne? Der gute alte Arnie. Herstellen. Ach, guck mal. 12-mal und Rohstoff. Okay, da braucht man aber auch echt viel Schießpulver. Jetzt verstehe ich das auch, warum man so viel findet. Ich glaube, ich mache einmal Flintenmunition. Kann ich die einmal nachladen? Sonntag wird sowieso hier ein heftiger Tag. Genau, da komme ich ja nicht hin. Was es heute noch keiner gesagt hat, ich glaube. Das finde ich schön, ja.
Was ist hier? Zu. Okay. Das Rätsel hat sich schnell gelöst. So. Ich glaube, jetzt habe ich hier schon fast alles, ne? Es wird auf jeden Fall nichts mehr angezeigt. Hier gibt es natürlich noch diesen Durchbruch, aber ich glaube, da kommt man erst später hin. Hier ist die Kirche, wo alle rein sind. Dafür braucht man ein I. Mühle hinten durch, ne? Ja, vor allem, das geht ja hier doch noch viel weiter. Ich war hier noch längst nicht überall. Was komme ich denn da drauf? So. Ja, am Sonntag geht es auf jeden Fall ab. Ich habe meine Freundin, hier Scarlett, fliegt mit ihrer Cousine nach Bulgarien. Und ich fahre die beiden zum Flughafen. So, und die sollen um 7 am Flughafen sein. Dann hole ich ihre Cousine. Da kann man euch hinfahren. Ja, ich soll sie um 6. Zack. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, ich soll sie um 6 abholen. Also das heißt, ich muss bei mir hier um 6:10 los. Da ist sie. Das Ding ist aber, was passiert von Samstag auf Sonntag? Die Zeit wird umgestellt. Auch noch eine Stunde vor. Das heißt, ich muss ja rein theoretisch nicht um 6:10 los, sondern um 5:10. Das heißt, ich muss irgendwie 4:20, 4:30 aufstehen. So eine Kacke. Ja, da war auf jeden Fall nichts mit Ausschlafen dann. Wenn ich das ausgedacht hat, ja. Meinetwegen können wir das auch abschaffen, ja. Ja, und dann gehe ich nämlich zu meiner Mutter. Frühstücken. Oh, das Huhn hat ein Ei gelegt. Dann geht's zum Frühstück. Und dann wollte ja mein kleiner Bruder vorbeikommen. Weil wir hier was im Garten machen wollen und er macht dann auch hier beim Quiz mit und so. Und was ist denn das Blaue da? Ah. Ja, aber dann meinte er, er hat ja hier noch so viele Sachen, die ich ja eigentlich, die eigentlich zu mir gehören und ob ich ihn dann nicht abholen könnte, weil wir die Sachen dann gleich mitnehmen können und so. Und ich denke mir auch so, ja, fuck, hat er ja recht. Das war ja nicht mal so eine dumme Idee. Das heißt, ich muss dann nochmal wieder zu ihm fahren, um 2 ihn abholen und dann hierher. Ey, der Sonntag ist pickepacke voll. Aber na gut, ne? Wat mut, dat mut. Ja, ich gucke mich jetzt hier extra schon so viel um.
Weil ich irgendwie ungern hier was verpassen möchte. Okay, da gehört auch so ein spezieller Schlüssel anscheinend rein. Hier ist das Futter für die Tiere. Geht nicht auf. Wo kommt das her? Okay, hier bin ich wieder. Aha. Boah, cool. Aha. Oh mein Gott, wieso greifst du denn an? Meine Güte. Blaue Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. In Gottes Namen, kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Ja, 2 von 5 habe ich schon. Ach, jetzt werden sie auch angezeigt. Das ist ja easy. Die Explosion war aber heftig. Alles muss man selber machen. Ach so, da muss ein Zahnrad rein. Okay. Jetzt gehen wir nochmal da drüben längs, bevor wir hier runter springen. Bitte. Geht aufs Haus. Hey.
Sind denn jetzt so viele? Aber hier ist das Zahnrad. Küchenmesser. Heftig. Aber schon ordentlich Knete. Obwohl wer weiß, wie der Kurs ist mit den Hesetus. Heseten. Ah, guck mal. Wo ist der letzte? Da irgendwie. Ja, da gehe ich nochmal kurz hin. Den fünften hole ich jetzt auch noch. Wenn nur der eine fehlt, ist ja Quatsch. Ach, und hier war ich noch vorhin drin. Aber ich habe nicht nach oben geguckt. Alles nicht hier unten? Ja, doch hier. Auch verschlossen. Na gut. Einfach gegengekickt. Sehr cool. Alter! Auch das noch. Nicht! Bei ihm ausweichen ist er auch nicht. Ja. Ich
Ja. Ach, sehr cool, da war eine Bärenfalle. Echt viele Gegner. Was ist das? Oh. Hallo? Ich habe schon gemerkt, irgendwo macht es tss. Oh, wer ist er denn? Du Scheiße. Hier sind dann auch so kleine Männchen versteckt. Ach, wo kommt der denn her? Ich weiß nicht, von wo das kommt. Ich Das Messer geht auch kaputt, sehe ich gerade. Ah! Ach, da oben! Gefahren. Hier etwa? Er meinte doch, er will zum See oder irgendwie so eine Hütte beim See da. Okay. Ja, die Dinger können wir alle hin irgendwie nicht öffnen. Schon die zweite.
Wieder ein Schlüssel. So, was? Man kann sie auch entschärfen. Okay. Aufmachen oder so? Nö. Nein, nein, hab sie entschärft. Hab sie entschärft. Kein Boom. So viele kleine Details hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, was ist das? Übersehe was. Wieso? Ja, aber was passiert bei der nächsten? Nein, 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 ich passe auf. Das ist ein bisschen Verschwendung, oder? Ich wollte gerade sagen, soll ich den Boom zeigen, aber... Das ist ein bisschen Verschwendung. Okay, zwei Schuss daneben. So entspannt locker geschossen. Aber daneben. Warum ist der hier halb offen? Okay. Da hat er einfach den Kopf verloren. Only the loot can make me happy. Boah. Ich dachte eben, so ein lebendes Würstchen. Ach, der Kollege. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh. Na gut, dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind Sie? Stehen bleiben! Wie sah dein Hut auf? Der Hut ist neu, oder? Oh, da kriege ich ihn. Den kleinen Parasiten. Wieso hat er auch einen Hut auf? War das nicht auch so, dass der... im zweiten Teil hier, der dich da verfolgt, Mr. X, so hieß der, dass der auch einen Hut auf hatte? Ja, und im echten Spiel hatte er doch auch gar keinen Hut. Irgendwie ist das ja so ein Ding, ne?
Male Schaden erlitten. Was ist denn das für ein... Für ein Deutsch. Genauigkeit 89,3%. Das ist gar nicht mal schlecht. 34 getötete Gegner. Eieieiei. Ja, nicht schlecht. Sera. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich habe genug am Ende. Ist das nicht die deutsche Stimme von Sanji, von hier One Piece? Was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage. Hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita. Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Mann, deinetwegen gehe ich noch. Ah, sehr gut. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Ja, okay, ist leer. Habe ich verstanden. Wie ist er denn drauf? Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Ich bin gekommen. In der Zwischenzeit... zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich immer Zeit für eine Weiche. Condor One endet. Condor One Ende. So, erstmal meine Ausrüstung wiederfinden, ne? Zur Kirche gehen, ja. Er sagt das so selbstverständlich, er weiß ja gar nicht, wo er ist. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aha. Ja, mach ich doch schon, mach ich doch schon. Auch wenn ich immer so nicht der Freund bin vom Schleichen. Muss man es ja leider doch immer mehr machen.
Bitte, da ist ja mein Zeug. Angriffe parieren. Ah, okay, das wollen wir einfach beibringen. Ist das eine fette Ratte? Hohoho. Ein dickes Viech. Da ist wieder die. Eieieiei. Ich hab's noch geschafft. Hey, Fresus, vielen Dank. 26 Bits, Dankeschön. Danke für die Pesetos. Ne, Peseten. Wie heißen die? Pesetas? Ach, halten. Jetzt auch noch auf Tempo. Als ob ich wüsste, wo das ist. Oh. Und nochmal 15. Dankeschön. Und nochmal 4. Dankeschön. Ich glaube, da kommt immer das Wonder Woman-Symbol. Eigentlich sollte Batman kommen. Aber na gut. Ist auch cool. Hier drüben, Fremder. Wer ist das? Er ist da. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Welcome. Na, wenn ich sag kurz hi und erzähl dir mal, dass ich im Lurk bin. Liebe Grüße. Ja, vielen Dank, Crystalicious. Vielen Dank. Wie geht's dir stets? Spielst du auch gerade Resident Evil? Ui! Ich hänge schon wieder fest. Bisschen Elden Ring. Oh, auch cool. Auch ein cooles Game, ey. Ey, Fresus hat hier gerade 100.000 Punkte einkassiert. Ausgegeben, so heißt das. Kann Horrorspiele nicht zocken, da bin ich zu schreckhaft. Ui! ich habe doch erst vor. Nee, im um Halloween rum habe ich auch Resident Evil 4 hier gespielt, das Original. Ich glaube, da warst du auch mit im Stream, glaube ich, ne? Ja, und jetzt ja das Remake nämlich. Ja, den Legendenstatus, das klären wir mal ganz schnell.
Frisus 82. Nicht 83. So. Müsste tatsächlich schon... Guck mal. Alle drin. Sehr cool. Ja, drei Legenden schon hier auf dem Kanal. Kümmere dich... Nein, kümmere sich bitte jemand um die Ratten. Und ich habe eben noch die dicken, fetten Ratten erwähnt. Ausgerechnet, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen. Und das will ich ehrlich gesagt auch nicht herausfinden. Okay. Händlertipp. Werde reich. Schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, anderweitig zum Verkauf stehen? Ein Haufen nützlicher Artikel. Diesen Schützen des Kults. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wird es gefährlich. Aha. Schon mal einfach Gewehrmunition. So, jetzt wird's interessant. Jetzt ist es ja auf Deutsch. Und dieses Welcome und dieses What do you buying? Ist so kultig. Deswegen, ich bin gespannt, was er jetzt sagt. Willkommen. Ja. Okay. Willkommen. Das heißt, sie heißen doch Peseten. Okay. Waffen und Objekte erwerben, gegen Personen verkaufen. Sie können außerdem Waffen auch verbessern. Stimmt, verbessern wir auch noch. Aufträge. Ja, einen habe ich ja schon erledigt. Oh, sieh genau. Dich einer an. Die Stimme ist cool. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Laservisier. Oh, wie cool. Das ist ja so im Original gewesen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Bolzenwerfer. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Oh, hier, Koffererweiterung. Sowas braucht man doch, oder? Das ist doch wichtig. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemandem geschadet. Genau die richtige Größe für dich. Tunen. Ich kann tatsächlich... Kann ich verkaufen? Okay, die Rubine verkaufe ich dann auch. Jo. Hör zu, wenn du eine dieser Schönheiten in deinen Schatz einsetzt, kriegst du mehr dafür raus, als wenn du die Teile einzeln verkaufst. Nicht schlecht. Das ist ja nett, dass er mir das erwähnt. Okay, komm, dann kaufen wir dir noch die Schatzkarte vom Dorf. Du hast ein Faible für Schätze, was? Gefällt mir, gefällt mir. Dann kauf. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Nur für kurze Zeit. Könnte dir das Leben retten? Ist schon lustig gemacht. Na dann, was kann ich für dich tun? Okay. Komm jederzeit wieder. Come back anytime.
Nee, aufbewahren. Aber Munition und so kann man dann nicht aufbewahren. Nur Waffen? Sowas, ja. Aha. Und Erste-Hilfe-Spray. Okay. Ich muss es ganz kurz ein bisschen ordnen. Das halte ich so nicht aus. Da gibt es ja auch irgendwie ein Spiel, ne? Was genau das ist. So ein Rätselspiel. Items verstauen. Ich muss mal gucken, wie das heißt. Okay. Jetzt haben wir das alles sortiert und in der, weiß nicht, in 10 Minuten ist sowieso alles wieder für die Katz. Okay, da kommt so ein Vogel rein. So, und die Ratten, das waren ja nicht viele, ne? Die man killen soll. Vielleicht mache ich das noch. Alter, was geht denn hier ab? Nochmal 100 Bits von Fresus. Dankeschön. Da hau doch mal hier einen Huni raus. Mal schon zwei. Da ist die dritte. Zack. Yes. Yes. Okay. Yes, yes, ja. So, Händler. Ich habe mich drum gekümmert. Eine Pistole mit exzellenter Durchschlagskraft bei geringem Rückstoß. Ist sie wirklich besser als meine Pistole jetzt? Weiß man nicht, ne? Ich warte nur ab. Bin ich. Donde estás? Un forastero. No puedo caminar. No puede ser. Immer auf den Kopf. Ja, ich glaube, so gegen 8 spielen Scarlett und ich dann Man of Medan weiter. Ich glaube, 8 Uhr ist eine gute Zeit.
Oder Viertel nach acht. So Filmezeit. Die sehen irgendwie so verdächtig aus. Schade. Oh Gott, da kommen auch wieder viele. Vor allem geht das auch so weit nach oben. Sieht so gut aus, ne? Das Spiel sieht echt gut aus. Abgesloten. Nein! Einer weniger. Die Schrotflinte hat nicht so den Wumms, den ich gern hätte. Und ihre beknackten Dynamitstangen, die ich nicht sehe. Jetzt habe ich sie gesehen. Du auch noch. Mit Hut! Aus dem Weg! Gib mir deinen Hut! Ich höre immer die Stimmen, aber ich sehe sie nicht. Und das macht mich verrückt. Wo? Da drüben. Nee, komm doch mal hierher. Wir benutzen jetzt mal hier die roten Kisten. Tonnen. Eher Tonnen als Kisten. Ja, 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 komm noch einen Schritt. Dieses beknackte Dynamit. Wofür ist das Gelbe überhaupt da? Dass die Maximalgesundheit erhöht.
So kriegt man davon mehr. Ah, das ist ja cool. So. Irgendjemand von oben werft die ganze Zeit. Er hier, ne? Nee. Er hat auch einen Beil in der Hand. Da kommt schon wieder das Dynamit. Oben. Ey, was ist denn das? Das Ganze, das macht mich ja verrückt. Gott sei Dank habe ich noch mal eine zweite Chance. Leben noch. Wie bekomme ich den da runter? Mein Gott! Mir bitte! Wo denn her? Langsam habe ich genug. Ja, dann fallen wieder eine Dynamitstange.
bist du daneben? Okay. Das Ding brauche ich. Der kommt hier ohne Arm hoch. Und ohne Kopf. Nein, daneben. Ich weiß nicht, ob ich hier unendlich komme oder ob das irgendwann mal ein Ende nimmt. Ich hau jetzt ab. Ich bin so blöd. Dreimal daneben. Geht aufs Haus. Es nimmt kein Ende. Dem Weg. Ist es vorbei? Da oben ist noch jemand. Ich habe da noch einmal Munition gesehen, deswegen will ich da noch mal hin. So viel, wie ich jetzt hier verbraucht habe. Oh, und Erste-Hilfe-Spray. Sehr gut. Hier war nochmal gelbes Kraut. Okay. Oh. Schon heftige Stelle hier gewesen. Genau. Lasst mich bitte alle in Ruhe. So, noch drehen. So, erstmal abspeichern, ne? Sieh dich um. Ob ich das nochmal machen würde. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. So, und das Spray behalte ich noch, ja. Doch, 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 sicher ist sicher. Hm.
Okay, das hat er Gott sei Dank nicht gehört, das Knatschen der Tür. War nicht parieren? L1. Achso. Er ist noch gar nicht tot. Und diese Geräusche von den Zombies hier, meine Güte. Gut, eigentlich bin ich natürlich komplett dagegen, dass man Tiere auf irgendeine Art und Weise misshandelt oder tötet, aber die bringen Loot in dem Spiel. Oh nein, der hat mir gar nichts gebracht. Oh nein. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren, diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Ja, man hört sie ja schon hier. Aber wo? Ach da! Das ist eigentlich so eine, die ich ja schon mal gefunden habe. 2 von 16. Eine Perlenkette. Ja, die war bestimmt nicht von Anfang an dreckig. In der Suppe wird ja alles dreckig hier. Oh, Handgranaten habe ich jetzt schon viele. 3 Stück. Ah! Und tschüss. Ah, da hätte ich unter durchkrabbeln können, ne? Verschlossen! Ah. Hier geht's ja nirgendwo längs! Nein! Schlüssel.
Was wollen wir machen? Ich hänge fest. Hier rauf? Geht's hier noch weiter durch? Ja, hier geht's noch weiter durch. Oi. Oh. Dann sitzt jemand auf Klo. Kleiner Schlüssel. Endlich, Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, danket unserem Herrn. Da saß einfach jemand einer auf Klo. Jetzt kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken oder kommt der Kettensägen-Typ hier gleich rein? Du saß ja echt auf dem Plumpsklo. Und Klopapier sogar dabei. Speichern tun wir gleich. Illuminados 4-3. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer. Ah, das ist das, das Rätsel, oder? Feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt, sein kräftiges Schwein. Die verarmte Alte, ihr geliebtes Kind. Okay, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, weil ich mir das bestimmt nicht merken kann. Getreide. Schwein. Kind. Gut. Den Schlüssel können wir hier nicht benutzen. Ja. Na. Kristallkugel. Okay. Vielleicht kommt die oben rein. Alter! Ist das der Plumpsklo-Typ? Ja. Ja. Ja, wirklich. Du kommst hier rein, guckst dich hier ein und dann sitzt da einer. Der sitzt da einfach mal auf dem Plumpsklo. So,
Wir gucken, ob die Kristallkugel hier noch einsetzbar ist. So kann ich die auch noch drehen. Dane Scorpion raided mit einer Gruppe von 7. Ja, moin moin Dan. Danke für den Raid. Aloha. Ach ja, das hawaiianische Alphabet. Da kenne ich mich ja perfekt aus. Hello. Ja, habe ich bei dir leider Dings verpasst, glaube ich, ne? Der Breath of the Wild Profi, ja, genau. Ja, schade. Ich hätte gerne weitergeguckt. Und wie lieb's? Oh, guck mal. Das passt doch schon fast. Man darf einfach nicht aufpassen. Jeder denkt jetzt, wo guckst du denn hin? Hier sitzt noch jemand, ne? Lief schlecht. Nein, das glaube ich nicht. Aber jetzt kann ich dir ja ruhig ein paar Sachen sagen. Also so wie du dich... Zumindest einen Gaul habe ich jetzt ja sehr stark. Hast ihn Daniel genannt? Ah, Alex Maganda. Moin, moin. Resi 4, let's go auf jeden Fall. Geiles Spiel. Alex Maganda, hast du dir das auch geholt? Dann hat Minecraft gerade gekillt. Ich bin völlig begeistert jetzt schon. Die haben das echt gut gemacht wieder. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Küche und die Kühe werden mager. Ich liebe Resi. Das Original schon aufgezogen. Ja, perfekt. Resident Evil, einfach ein geiles Franchise. Mit dem Raid hat Rechner. Ah. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen. Aber Lord Settlers Befehle sind absolut. Ja, liebstes Horror-Franchise auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch wenn Silent Hill schon echt nah rankommt, finde ich, mag Resident Evil trotzdem lieber. 30 Bewohner verhungert, 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Glaubenspflicht ausgewählt. Aha. 8 weitere heute, 4 weitere heute, 11 weitere heute. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben uns noch irgendwo am Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Da ist er, Lord Sattler. Und wollen wir hören, was Leon zu ihm sagt? Nichts. Ich dachte, er sagt irgendwie, ja, hier wär's der Macker. Na guck mal, wieso hat er einen Hut auf? Die haben Mr. X schon einen Hut verpasst beim Resi 2 Remake. Geben sie ihnen hier auch einen Hut. Hut ist gut, sagst du? Dein Blut hat die Gabe angenommen. Oh, aber auch eine starke Stimme. Und die deutsche Synchro gefällt mir bisher echt gut. Und wieder mal rettet Ada mich. Gabe in meinem Blut? Wie geil es einfach aussieht, ne? Ja, ich kann mich auch nicht satt gucken.
Guck mal, perfekt, Kapitel beendet. Ah ja, das ist so. Dein Timing hier heute. Ja, perfekt. Schauen wir uns nochmal an. Ja, genau, hier gibt es jetzt natürlich wieder so Herausforderungen, die man abschließen kann. Dann kannst du wieder im Boni-Shop dir Sachen dann freischalten und so. Ist cool gemacht. Und auch mit dem Händler haben sie das System ein bisschen verändert. Ja, ich bin beeindruckt. Ja, hier bin ich einmal gestorben jetzt. Hier gab es echt eine krasse Szene. Die Schweine haben mich einmal gekillt. So, zack. Zack. Gleich wieder zusammenrücken. Ja. Janis. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? What? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Er ist Condor One und die Präsidententochter heißt Baby Eagle. Ja, was für Codenames, ne? Oh, Käse! Erste geile 1,5 Stunden, würde ich sagen. Top. Obwohl ich hier 2 Stunden gespielt habe. 2 Stunden, 6, 7. Ja, aber unten habe ich 1,5 Stunden Spielzeit. Der Rest war wohl wirklich so Cutscenes und so. Der nicht dazu zählt. Ja, aber hammergeiles Spiel, ey. Ich habe mir auch Zeit gelassen, muss ich sagen. Ich habe mir echt viel angeguckt und habe auch die Nebenaufgaben gleich schon gemacht und so. Gut. Ja, ist auch. Soll man auch ausnutzen. Es macht auch einfach Spaß. Mhm. Macht einfach Spaß. Eine Aufgabe war, alle Ratten töten aus der Fabrik. Habe ich natürlich gemacht. Natürlich. Und vorher sage ich noch, was für dicke Ratten sind das denn hier? Und dann gehe ich weiter, finde so einen Zettel. Kann jemand bitte einer diese Ratten töten? Wer weiß, was die für Krankheiten mit sich bringen.